Hallo, ihr Online-Raketen, ich bin's wieder, euer Markus, seid ihr grüßt. Und heute geht es um das Thema Adobe Premiere Pro und die Frage: Ist das nur für Profis? Viel Spaß bei meinem Video. Hallo und herzlich willkommen. Adobe Premiere Pro, ich denke nicht, dass es sehr, sehr viele gibt, die dieses Tool nicht kennen. Klar, diejenigen, die mit diesem Bereich gar nichts zu tun haben, werden dieses Tool nicht kennen. Aber solltest du irgendwas mit Videoerstellung machen, Videomarketing oder Online-Marketing, wirst du dieses Tool definitiv schon mal gehört haben. In dem Video heute will ich dir das Tool natürlich ein Stück weit vorstellen und wir gehen ein Stück weit auf die Vor- und Nachteile dieses Tools ein. Die wichtigste Frage wollen wir natürlich gleich zuerst klären. Musst du dafür Profi sein oder ist dieses Tool wirklich nur für Profis? Nein. Du musst dafür kein Profi sein. Es ist natürlich ein Unterschied zu Camtasia, was ich dir im letzten Video vorgestellt habe. Bei Camtasia ist es halt letztlich so, dass die Lernkurve eine Steigerung einnimmt, aber nicht so stark. Bei Adobe Premiere Pro ist es halt letztlich so, weil du hier wirklich unnormal viele Funktionen hast, die du letztlich nutzen kannst, dass die Lernkurve da schon ein bisschen steiler ist. Zudem kommt, dass du, das was natürlich ein Vorteil ist, dass du in diesem Tool oder bei Adobe Premiere Pro kannst du andere Tools aus der Adobe-Familie integrieren, was dir halt letztlich an Kreativität nochmal ein Stück weit oben drauf setzt. Das heißt, du kannst nicht nur Texte einfügen, sondern du kannst auch Effekte einfügen, du kannst Animationen einfügen, du kannst Farben bearbeiten, kannst Audiospuren bearbeiten. Also das Potenzial in diesem Tool ist schon riesig. Aber, und das sage ich nochmal, die Lernkurve wird sehr steil sein, da du dich wirklich intensiv mit diesem Tool auseinandersetzen solltest, aufgrund der Funktionsvielfalt. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dadurch, dass dieses Tool doch relativ populär ist, gibt es natürlich eine doch sehr große Community. Das heißt, wenn du zu irgendwelchen spezifischen Bereichen in dem Tool selbst Fragen hast, dann hast du natürlich den FAQ-Bereich, aber du kannst dir Tutorials auf YouTube angucken. Es gibt unzählige Blogs, die dieses Tool wirklich auf Herz und Nieren auseinandergenommen haben oder geprüft haben vielmehr, darüber ihre Beiträge geschrieben haben. Das heißt also auch hier, du bekommst immer wieder deine Antworten auf deine Fragen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Der nächste Vorteil ist natürlich aufgrund der Popularität, nicht aufgrund der Popularität, sondern weil es eben halt so viel genutzt wird. Dieses Tool wird ständigen Update-Prozessen unterzogen, um letztlich auf diesem Riesenmarkt der Videotools auch wirklich immer mithalten zu können, immer up-to-date sein zu können, was dazu natürlich führt, dass dieses Tool auch wirklich stabil läuft. Wenn wir uns jetzt natürlich die andere Seite ansehen, also sprich die Nachteile mal so ein bisschen ansehen, du musst bei diesem Tool auf jeden Fall mit monatlichen Kosten rechnen. Dieses Tool wird in einem monatlichen Abonnement angeboten. Das ist also auf jeden Fall schon mal ein Kostenfaktor, den du in deine Budgetplanung mit einbeziehen musst. Als nächster Nachteil kommt natürlich deine Hardware. Ist deine Hardware zu alt, kann es passieren, dass du bestimmte Funktionen gar nicht nutzen kannst, dass das Tool gar nicht zu 100% funktioniert und du letztlich wieder Geld in die Hand nehmen musst, um deine Hardware quasi abzudaten, um Adobe Premiere Pro wirklich einwandfrei und im vollen Umfang nutzen zu können. Auch das ist ein Faktor, den du natürlich in deiner Budgetplanung mit einbeziehen musst. Daher solltest du auf jeden Fall vorher darauf achten, ob deine Hardware dafür geeignet ist. Ansonsten, und den Tipp gebe ich dir definitiv, musst du immer den Kosten-Nutzen-Faktor im Auge behalten und natürlich auch den Markt ein Stück weit im Auge behalten, dass du dich vielleicht nach Alternativen umschaust, falls der Fälle, du musst bestimmte Videos nur machen, was du auch mit ganz vielen anderen Programmen oder mit einem kostenlosen Programm zum Beispiel machen kannst. Da musst du natürlich letztlich recherchieren. Wichtig aber ist, ich zeige dir in diesem Video einfach das Potenzial dieses Tools. Und das ist hier schon enorm. Du hast die Möglichkeit, also zu den Vorteilen nochmal zu kommen. Du kannst deine Videos nicht nur auf deine Ziele direkt ausrichten, sondern du hast halt auch die Möglichkeit, die Videos für die einzelnen Plattformen aufzubereiten und zu optimieren. Ob, wie gesagt,
ob letztlich Adobe Premiere Pro für deinen Weg förderlich ist, das musst du für dich selber entscheiden. Bevor du aber eine Entscheidung triffst, ganz, ganz wichtig, berücksichtige die Vor- und Nachteile, behalte den Kosten-Nutzen-Faktor im Auge. Und sollte es so sein, dass du diesen riesigen Funktionsumfang eigentlich gar nicht brauchst, dann schau auf jeden Fall nach Alternativen. Behalte auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal im Auge, denn hier werden noch einige Videotools folgen, ja, wo du vielleicht deine Alternative findest. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, denn der tut nicht weh. Wenn du mehr von mir erfahren willst, folgende Videos nicht verpassen willst, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Spaß beim Wissen aneignen, ganz, ganz viel Spaß beim Blogbeitrag lesen und denke mal dran: Angewandtes Wissen ist gutes Wissen. Ich bin durch, bin raus. Sei gegrüßt, dein Markus. Das war mein Video. Adobe Premiere Pro. Nur für Profis.